Einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, es ist mal wieder Zeit, ein Vlog-Video mitzufilmen. Heute ist Freitag, der letzte Tag in der Woche. Es ist jetzt 7.40 Uhr. Wir müssen gleich unser Schulkind fertig machen zum Frühstücken und rausmarschieren zur Schule. Und für mich steht heute viel Hausarbeit an. Putzen, Wäsche, sortieren, aber auch ein bisschen Planung und Blogarbeit. All das mache ich heute mit euch zusammen. Und heute Abend habe ich eine Verabredung, beziehungsweise meine Mutter kommt. Das heißt, ich habe extra Motivation, das Haus in Ordnung zu bekommen. Und jetzt starten wir erstmal mit einem guten Frühstück. So, die Kinder sind zur Schule bzw. zum Kindergarten gebracht. Wir haben jetzt 7:45 morgens. Das erste, was ich jetzt angehen werde, ist hier ein bisschen Gartenpflege. Das bringt mich immer ein bisschen runter und neutralisiert wieder so ein bisschen die Emotionen. Wie ihr euch denken könnt, oder vielleicht die Mütter, die schon Kinder in der Schule haben, die wissen, dass die Einschulungszeit nicht leicht ist. Gleichzeitig, wer mich kennt, weiß, dass ich da jetzt auch nicht großartig drüber sprechen werde, denn es gibt halt Grenzen, wo ich eben nichts drüber erzähle, weil es ja sehr privat ist, vor allen Dingen für die Kinder ist es privat und das wollen wir dann auch nicht teilen mit der Öffentlichkeit, aber es ist schon sehr anspruchsvoll, sagen wir es mal so. Und das Einzige, was einen immer hochhält, ist zu hören, dass es bei anderen ähnlich läuft. Was es für mich natürlich echt schade macht, dass ich das nicht mit euch teilen kann und sagen kann, so und so sieht's aus, den und den Trouble haben wir gerade und so versuchen wir das zu lösen. Aber es ist ja auch jedes Kind wieder anders. Jedes Kind hat wieder eigene Themen, was die Einschulung angeht. So, aber nichtsdestotrotz muss ich heute ein bisschen Gas geben und das Beste aus dem Tag rausholen. Es ist herbstlich kalt, also es sind gerade 10 Grad, aber sehr sonnig und wie ihr sehen könnt, die Bepflanzung neigt dazu zu vertrocknen und darum gilt es jetzt mal ein bisschen Pflanzenpflege zu betreiben. Das mache ich jetzt so 10, 20 Minuten und dann gehe ich nach drinnen, werde euch da mal updaten, was meine Vorratshaltung angeht. Da haben ja einige mitkommentiert, was die Vorräte angeht. Und dann zeige ich euch auch, worum der aktuelle Blogpost sich dreht. Vielleicht ist das vielleicht auch für euch von Interesse. Und einen Schluck Kaffee trinke ich, glaube ich, auch zwischendurch nochmal. Das Haus ist relativ durchgerockt von der Woche und überall liegen Sachen rum, überall sind Schmuddelecken. Die Wäsche muss mal wegsortiert werden, ich muss mal ein bisschen eine klare Linie ziehen und ja. Die nächsten Ziele sind schon gesteckt und gesetzt. Die Podcast-Folgen habe ich eigentlich schon inhaltlich vorbereitet. Ich muss sie nur noch einsprechen, aber das nimmt halt Zeit auch in Anspruch, die ich gerne aber auch da reinstecken möchte, weil ich ja selber auch Spaß an Podcasts habe. Ja, aber es geht halt immer nur eins nach dem anderen. Wenn man berufstätig ist, muss man sich die Zeit gut einteilen. Und jetzt starten wir mit ein bisschen Gartenpflege. Übrigens die Pläne für heute: Boden wischen, Badezimmer putzen, Arbeitszimmer aufräumen, den Blogpost fertig machen. Wenn ihr das Video seht, wird er schon online sein. Instagram-Bilder ein bisschen vorplanen und die Anfahrt für unser Date heute Abend nochmal durchplanen. Für morgen habe ich auch schon Aufgaben. Ich möchte nämlich so Cookies von Sallys Welt mal nachprobieren. Mal gucken, was die so können. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Irgendwas von ihr nachbacken. Aber warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Ich kann mich jetzt gerade noch nicht so ganz entscheiden, womit ich beginnen soll. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Ordnung noch schaffen und dann anfangen, den Boden zu wischen. Das Problem ist, dass mein Saugwischer, den ich jetzt seit fast 4 Jahren habe, oder fast über 4 Jahren,
geht so langsam kaputt. Ich habe versucht, den noch so ein bisschen zu tapen. Ich zeige euch das gleich mal. Aber ich glaube, der Wischer ist dem Ende geweiht. So, für mehr Realität zeige ich euch hier mal meine Gruselecke. Und zwar muss ich mal dieses Schuhchaos noch aufräumen, Wäsche wegräumen und hier steht auch schon der Wischer bereit. Den kennt ihr vielleicht noch von vor 4 Jahren, wo ich ihn euch vorgestellt habe, aber ihr seht es selbst, der Frischwassertank. Moment. So, dieser Frischwassertank hier hat nämlich nicht nur Schwächen, was das Ventil angeht, sondern ja, der suppt auch durch. Also, ihr könnt es jetzt nicht so gut erkennen. Ich habe versucht, den hier zu tapen, aber ja, der suppt halt durch. Das Ventil ist undicht und ja, dementsprechend weniger Wasser kommt halt unten dann auch an bei den Rollen. Ich habe versucht, den immer gut zu pflegen, habe den eigentlich immer auch gut sauber halten können. Jetzt hatten wir letztens, dass wir hier schon ein bisschen Fahrradöl an diese Rollen machen mussten, die wir ja auch oft und regelmäßig ausgewechselt haben, jedes halbe Jahr. Aber ich sag mal so, ja, 4 Jahre im Haus ist halt echt, der wird schon ordentlich durchgerockt. Mal gucken, ob er noch ein bisschen durchhält oder ob ich bald eine neue Lösung habe. Ich finde nach wie vor halt dieses Modell mit Frischwasser und Schmutzwasser total super, gerade wenn man halt eine große Fliesenfläche hat. So, und jetzt werde ich erstmal hier das Chaos aufräumen, damit ich hier auch später durchwischen kann. Jetzt haben wir 9.30 Uhr. Gewischt habe ich unten. Das fühlt sich schon mal sehr gut an. Das ist schon mal ein großer Schritt zur Sauberkeit in diesem Hause. Das hält wahrscheinlich so 1-2 Tage, dann geht das Chaos wieder von vorne los. Aber ja, unten habe ich zumindest jetzt den Boden sauber. Oben ist der Staubsaugerroboter ja fleißig am Werk und sammelt da alle Flusen ein. Da bin ich auch immer super dankbar für, dass das so reibungslos klappt. Und jetzt sortiere ich gerade noch ein bisschen die Regen- und Matschklamotten der Kinder, denn da habe ich doch gemerkt, dass wir jetzt im Herbst da deutlich mehr Ordnung und Zugriff brauchen, damit ich im Falle der Fälle direkt zugreifen kann, anziehen kann und los geht's. Darum habe ich die Klamotten jetzt alle mal durchgeguckt und durchgewaschen, die werde ich jetzt noch aufhängen und dann sind die für nächste Woche good to go, wie man so schön sagt. Ab next ist dann die Küche dran, mal ein bisschen zu säubern, aufzuräumen und parat zu machen fürs Wochenende. Und das Badezimmer muss natürlich auch noch dran. Ja, also nicht lang quatschen, weitermachen. Bevor ich jetzt mit dem Bad starte, dachte ich mir, kann ich euch da kurz updaten. Und zwar habe ich jetzt hier mal alle meine Putzlappensortimente zusammengesammelt und alle mal hier unter die Spüle im Hauswirtschaftsraum gepackt. Hier sind noch so Aufnehmer drin. Dann eben so einmal Wischtücher. Die kann man aber auch übrigens ganz gut in der Waschmaschine einmal durchwaschen und dann nochmal für Garten oder sonstige Zwecke verwenden. Hier ist noch was von der Wärmepumpe. Und dann habe ich hier natürlich auch noch Vorräte zum Putzen, also sprich so Nachfüllbehälter und so Geschichten. Habe ich hier jetzt auch noch mir so ein bisschen organisiert. Ebenso sieht es aus mit den anderen Vorräten. Hier hatten wir ja letztes Mal auch schon reingeschaut in den Schrank. Einige hatten gesagt, das ist aber wenig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich betrachte immer noch so ein bisschen den Supermarkt als meine Vorratskammer. Nur klar, wenn man in Quarantäne ist, dann kann man dann eben mal 10 Tage nicht einkaufen gehen. Ja, also Schokocreme haben wir auf jeden Fall genug für die nächsten Wochen, würde ich sagen. Handseife habe ich gedacht, das macht auf jeden Fall Sinn, die auch mal in Nachfüllpaketen im Haus zu haben. Dann noch mal ein paar Nudelngeschichten, immer noch Platz für Vorweihnachts- und Weihnachtsdeko und noch mehr Taschentücher etc. für die Schnupfnasen. Und dann habe ich noch Mehl auf Vorrat. Das versteckt sich jetzt hier drin. Ist alles so ein bisschen kreuz und quer bei mir im Moment. Aber es ist im Moment einfach für mich der sinnvollste Ort. Hier habe ich jetzt mal diverse Mehle und manchmal auch so Brotbackmischungen.
habe ich hier auch on hold quasi nochmal auf Vorrat auch ein bisschen Trockenhefe, weil ich ja mit dem Brotbackautomaten doch relativ häufig Baguettebrote oder Weißbrote backe. Gerne auch mal mit Dinkel gemischt. Das Rezept für meinen Dinkelbaguette findet ihr auf meinem Blog. Und jetzt geht's weiter mit Putzen. Heute ist übrigens der perfekte Tag, um die Regenklamotten draußen trocknen zu lassen. Die tropfen ja immer so schön aus. Und wie ihr sehen könnt, meine Fenster sind so dreckig, dass ich es kaum erwarten kann, wenn die Straßenbauer endlich unsere Straßen asphaltieren, damit das ein Ende hat mit diesen dreckigen Staubfenstern. Das ist wirklich nicht zu ertragen und ja, nächstes Jahr hat das hoffentlich ein Ende mit meinen furchtbar schmutzigen Fenstern. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, hier alles perfekt sauber zu haben. So, und jetzt geht's ab ins Badezimmer. So, hier seht ihr übrigens noch die Überreste von meinem Blogpost-Shooting. In dem Blogpost von dieser Woche geht es um Hausmittelchen bei Schnupfen und Erkältungen bei den Kindern, was man so machen kann oder was ich persönlich mache auf gabelschereblog.de. Und ich fürchte, zum Staubputzen werde ich heute nicht mehr kommen. Das verschiebe ich auf morgen. Jetzt haben wir gleich 11 Uhr. Ich werde jetzt nur noch zwei Stellen mit Holzreiniger bearbeiten, nämlich eine Tür und oben einen Türrahmen, wo ich festgestellt habe, der sieht ganz schön furchtbar aus bei Tageslicht. Badezimmer sind geputzt, Boden ist gewischt, Wäsche läuft, oben ist Staub gesaugt, Staubputzen verschiebe ich auf morgen. Und damit sind die größten Aufgaben erstmal erledigt. Da muss ich jetzt auch wirklich mal einen Cut ziehen, wenn ich die zwei Sachen jetzt noch erledigt habe, damit ich auch Teile von meinen anderen Aufgaben noch angehen kann, die ich mir vorgenommen habe für heute. Und dann schauen wir mal, wie ich damit weiterkomme. So, für mehr Realität auf YouTube. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Laptop hier schön ins sonnige Wohnzimmer stellen oder an den Esstisch. Stelle aber fest, snacken wollte ich auch noch nebenbei und eine Instagram-Story habe ich auch gerade hochgeladen. Aber ich musste feststellen, dass hier diese verwelkten Geranienblüten unbedingt den Tisch verlassen sollten und aber auch vielleicht die Reste vom Frühstück noch weggewischt werden sollten. Ja, das sind übrigens Stocke Tabletop Tabletts für die Kinder. Werde ich häufig nachgefragt, habe ich absolut nie bereut, da rein zu investieren. Die haben für uns immer super funktioniert und tun es nach wie vor. Ja, aber bevor ich jetzt hier am Laptop arbeiten kann, muss ich halt doch nochmal kurz den Putzlappen schwingen. Jetzt habe ich Zeit, hier was am Laptop zu machen. Wer von euch hat denn so ein Soda-Stream-System eigentlich zu Hause? Das wäre für uns auch noch interessant, mal da Meinungen von euch zu hören, denn das hier wollen wir in Zukunft gerne einfach sein lassen, weil unsere Leitungen und das Leitungswasser ist ja eigentlich so ziemlich das Beste, was man trinken kann. Darum freue ich mich da über Kommentare von euch, wer so Soda-Stream Systeme oder so Soda-Systeme für sein eigenes Wasser benutzt. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen motivieren und mitnehmen. Schaut in meinem Blog zum Thema Erkältung und Schnupfen bei Kindern. Und dann geht es hoffentlich bald hier wieder weiter. Vielleicht schon mit einem Favoritenvideo. Das steht eigentlich ganz oben auf meiner Liste. Und genau, es sind weitere Blogposts in Planung und natürlich auch der Podcast. Das hatte ich ja schon gesagt. Da bin ich jetzt so
selbst dran, endlich Zeit dafür freizumachen, um die Podcasts einzusprechen, denn inhaltlich habe ich schon einen ganz guten Plan, was ich so, worüber ich sprechen möchte. Es ist, ja, 20 vor 12, das heißt, ich habe noch gute 2 Stunden Zeit, noch was hier am PC zu machen und was für mich zu machen, vielleicht auch mal meine Hände zu pflegen nach der ganzen Putzerei und noch ein bisschen aufzuräumen, denn schließlich kommt meine Mutter ja gleich zu Besuch. Das steht also noch auf der To-Do-Liste ganz weit oben und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für eure Kommentare und ganz, ganz herzlich auch für einen Daumen nach oben, denn das hilft mir hier gesehen und gefunden zu werden. Nur eure Beteiligung an meinen Videos hilft dabei, dass mich mehr Leute finden können und dafür danke ich euch ganz, ganz herzlich und jetzt macht's gut, bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss!